Ja, hallo zu einem neuen Video. Etwas länger kein Video mehr von mir. Also persönlich. Jetzt gerade das Deutschlandspiel zu Ende. 2 zu 1, 2 zu 2, Entschuldigung. Sind sie gegen Ghana auseinandergegangen. Und ich hatte jetzt mal wieder Lust, ein Video zu machen. Deswegen zeige ich euch heute die Feuerspucker von Nico. Ja, ich wollte sie mir immer schon kaufen. Hab sie jetzt in einem Laden gefunden für, steht gar nicht mehr drauf, 1 Euro haben sie gekostet, ein normaler Preis eigentlich. Gibt es vielleicht an einigen Stellen ein bisschen billiger, aber unter 70, 80 Cent sind die auch nicht. So, das Besondere hier jetzt ist, das zeige ich euch einfach mal, ich habe schon Papier drunter gelegt, warum, das zeige ich euch einfach, keine langen Reden. Deshalb, schaut euch das an. Das ist grottenschlecht verarbeitet. Ich habe noch keinen rausgenommen, weil ich mich noch nicht getraut habe. Es ist wirklich hier schon, rieselt alles raus. Alles dreckig. Meine Hände sind jetzt auch schon gleich dreckig. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal einen raus hier. Achso, weil ich noch dazu sagen wollte, die NEM ist ganz gut, sind etwas ältere, noch mit alten WPI-Zeichen. Ja, man sieht hier schon, alles verdreckt. Meine Hände jetzt auch schon. Ja, Schrift kann man kaum noch lesen, muss man erst freistreichen. Hier, schaut euch meinen Finger an. Also wirklich schlimm, was da wohl passiert ist bei der Produktion. Weiß ich nicht. Wir werden jetzt auch mal eintesten, um zu gucken, ob da jetzt noch was ist. Hier könnt ihr das alles sehen. Alles schon kaputt. Ja. So, gut, dass ich Papier drunter gelegt habe. Hier, ich kann meine Finger total, also wirklich schlimm. Das geht gar nicht. Man hat dann schon mal ein bisschen Dreck an sowas, aber sowas hatte ich echt auch selber noch nicht erlebt, dass das so dreckig ist. Naja, wir testen die einfach mal. Vielleicht gehen sie ja noch einigermaßen gut. Genau, zur NEM, weil ich gerade schon angesprochen hatte. Hier sind 10,6 Gramm. Ja. Ist ganz okay. Sind, vielleicht steht es hier nochmal drauf, 2,7 Gramm pro Vulkan oder Fontäne. Das ist mehr als in den aktuellen Keller-Vulkanen. Also ist das ganz okay. Also wir testen sie einfach mal. So, wir Bis testen gleich. jetzt die Nico-Feuerspucker. Also total schlecht verarbeitet. Mal schauen. Toll. Nichts passiert. Super. Ja. Echt nichts passiert. Totaler Scheiß. Ich höre jetzt nochmal einen zweiten, aber es geht echt gar nicht. Wir testen jetzt nochmal einen Feuerspucker von Nico Feuerwerk. Mal schauen, ob der geht. Ja, wow. Sehr gute Brenndauer, Effekthöhe nicht mal 30 cm, also das war nicht so gut. Ein paar Sterne drin, eigentlich ganz hübsch. Hat mich jetzt auch überzeugt, dadurch, dass das so eine gute Brenndauer war. Echt richtig schön. Aber ich denke, der Effekt lässt ordentlich zu wünschen übrig. Ja.